Normalerweise verschandeln andere Plakate von Politikern. Sie haben heute mal die Gelegenheit, ihr eigenes Plakat ein bisschen kreativ zu gestalten. Deswegen habe ich Ihnen hier mal ein bisschen bunte Sachen mitgebracht. Und auch ein Foto von Ihnen, falls Sie das vielleicht doch draufkleben möchten. Das ist eine gute Gelegenheit, denn wir sind angefangen mit diesen schwarzen Plakaten. Es gibt dann ja inzwischen auch noch andere, aber viele, glaube ich, haben erstmal die Frage gestellt, was soll das? Richtig, und das mal in, ist auch meine Frage. In Rheinisch. Ja? Schon einmal über die Bundestagswahl nachgedacht. Und das ist das, was wir mit dem Plakat erreichen wollen, dass Leute erstmal mit einer Sache konfrontiert werden, die sich nicht sofort erklärt. Was könnte man zum Beispiel machen? Einfach mal googeln. Aber wir sind natürlich jetzt schon sehr grau, ne? Wollen Sie nicht noch... Also ansonsten hat die Junge Union immer diese wunderbaren gelben Sterne mit dem Smiley gehabt. Die sehen fast aus wie aus unserem Repertoire. Warum oder was für Reaktionen haben Sie bekommen auf dieses Plakat? Ja, wirklich viele haben gefragt und haben gesagt so, was soll das denn überhaupt? Und haben das vielleicht auch sogar als Provokation empfunden. Und das fand ich wieder interessant, weil was ist die Provokation denn dahinter? Wir lösen das ja auf, wir machen jetzt auch ein zweites Plakat, wir machen auch noch weitere Plakate. Ich glaube, es ist wichtig, die Leute schon ein bisschen herauszufordern, weil ansonsten überhaupt keiner darüber mehr nachdenkt. Apropos Herausforderung, Sie haben hier auch noch Glitzerstaub, wunderbare Pailletten. Ja, ich gebe ehrlich gesagt zu, ich war im Basteln in der Schule auch nicht immer der Allerbeste. Vielleicht habe ich deshalb auch einen Sinn für die eher etwas puristischeren Dinge. Aber wenn Sie denn dann gegoogelt haben, dann finden Sie vielleicht dann doch auch ein Foto von mir. Ich habe auch Stempel für Sie. Schauen Sie mal, Stempel. Ein Regenschirm. Also die CDU lässt Sie nicht im Regen stehen, ist auf jeden Fall eine gute Botschaft. Und ich wähle jetzt das Geschenk und frage Sie, was wollen Sie denn für Ihren Wahlkreis in Berlin erreichen? Ich habe zwei Schwerpunktthemen, Digitalisierung und Verkehr. Und die Digitalisierung ist, glaube ich, auch für eine Stadt wie Düsseldorf sehr wichtig. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass man die Störerhaftung beim WLAN abschafft, dass jetzt freies WLAN möglich ist. Sehr wichtig ist das Thema Verkehrslärm. Wir wollen Lärmschutzwände machen um die Strecke Rath-Eller. Wir wollen auch für Angermund, für den Rhein-Ruhr-Express, den bestmöglichen Lärmschutz erreichen. Und ein drittes Thema, ich bin selber junger Vater, mein Sohn wird bald drei und deshalb weiß ich, das Thema Förderung von Familien ist ein sehr wichtiges. Die Preise für Immobilien in Düsseldorf sind sehr hoch und wir wollen mehr Eigentum für Familien fördern und deshalb einen Freibetrag machen auf die Grunderwerbssteuer. Apropos Familie, wenn Sie einen Sohn haben, dann will er sicherlich auch irgendwann mal basteln. Jetzt können Sie natürlich sich noch ein bisschen austoben, weil mein Sohn kann perfekt das Wort, mein Sohn kann schon perfekt das Wort Haiflosse aussprechen. Ich weiß gar nicht, von wem er das hat. Gut. Also. Für Ihren Sohn. Und den Walfisch, den findet er natürlich auch gut. Also insofern wäre das, glaube ich, ein guter Partner. Ist immer noch nicht farbig genug, würden Sie wahrscheinlich sagen. Also, ein Herzchen für Düsseldorf. Und ein Herzchen für alle die, die am 24.09. dann auch tatsächlich zur Bundestagswahl gehen. Gut, ich würde sagen, das sieht doch schon mal wesentlich bunter aus als das Ursprungsplakat. Und dann würde ich sagen, ja, bleib mal dabei. Alles klar. Vielen Dank. Ja, ich danke. Ich hau's gleich auf. Dankeschön.